Willkommen zurück zu The Evil Within 2. Es geht weiter, Freunde. Ja, wir hatten hier nochmal eine längere Pause und davor hatte ich ja sehr viel am Stück aufgenommen. Das heißt, für mich ist es jetzt eine richtige Weile her, seit ich hier das letzte Mal bin. Wir hatten eine richtig geile Action hier gehabt im Rathaus und vor allem bei diesem Boss. Und ja, mittlerweile ist ein neues Update erschienen für The Evil Within 2. Ich weiß nicht, was da alles verändert wurde. Die große Neuerung, die ist die Ego-Perspektive, die man jetzt einstellen könnte. Aber das werde ich nicht tun, weil ich bin gar nicht so der Fan von Ego-Perspektiven in solchen Spielen. Ich mag das lieber so. Wenn es jetzt ein VR-Modus wäre, dann hätte ich es mir durchaus überlegt. Aber einfach nur Ego-Perspektive? Nein, danke. Ich sehe lieber meinen Charakter und ich habe mich auch jetzt schon so dran gewöhnt. Finde ich viel, viel besser. Und weil jemand gefragt hat, nein, es wird natürlich kein Replay deswegen geben. So groß, genialer, anders ist dann das Spielerlebnis nicht. Und, ja. Deswegen, wir bleiben bei diesem einen Durchgang. Und ich gucke mich jetzt nochmal um. Ich soll das Rathaus ja verlassen, weil ich kein Signal bekomme. Um mit der guten Kidman zu schwätzen. Lilly wird auch nicht mehr hier sein. Da hinten ist jetzt die... es ist jetzt die Frage... Ne, Signale habe ich hier nicht. Ich wollte auf die Karte... Ach, ich habe gar keine Karte von dem Gebäude, ne? Es ist jetzt die Frage, ob ich mal da reingehen soll, ob es da weitergeht oder ob ich zurück muss. Also offenbar könnte ich die Tür, wenn ich wollte, schon öffnen. Hm. Aber vielleicht sind das nur so kleine Räume. Ich muss mal gucken. Hätte ich die auch schon betreten können, bevor... Also während des Bosskampfes? Vielleicht eine gute Versteckoption gewesen, aber hier ist eh nichts mehr. Bringt mir alles nichts. Gut, ist vielleicht auch ganz gut, dass wir jetzt einfach nochmal zurücklaufen können, weil wir kennen ja das echte Rathaus noch gar nicht. Wir waren ja eher in dieser kranken Welt drin von unserem Fotografen und jetzt schauen wir mal, wie das eigentlich aussehen sollte. Ganz ruhig, Sebastian, nur weil wir hier jetzt wieder einen Stabilisator haben, heißt das nicht, dass wir unter uns sind. Okay, jetzt nachladen war in dem Spiel auf der Taste, jetzt müssen wir eben mal gucken. Ich habe mir auch nochmal so ein paar Gedanken gemacht, während die Parts gelaufen sind, so, während ich sie gerendert habe und eure Kommentare natürlich auch gelesen habe. Ich werde jetzt langsam aber sicher bei in Sachen Herstellung Fokus auf die Bolzen machen. Denn die Bolzen haben wir in der Praxis jetzt noch nicht so oft benutzt, aber wenn wir sie benutzen, vor allem bei Endgegnern, sind die doch ziemlich geil. Vor allem habt ihr auch geschrieben, dass die, wenn man sie voll aufrüstet, auch nochmal so manchmal so besondere Fähigkeiten bekommen. Ich dachte schon, da hat was geblinkt, aber das ist nur meine Taschenlampe, okay. Und ja, ich werde jetzt ein bisschen Fokus auf die Bolzen machen, so viel kann ich schon mal versichern. Oh ja, wir schauen uns hier um und es scheint sich auch was zu rentieren. Das war vorher noch nicht da. Das alles war vorher noch nicht da. Deswegen bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, wo es weitergeht und wo nicht. So, schade, dass diese ganzen Vitrinen oder was das ist, dass das alles leergeräumt ist. Da ist nichts mehr über. So, wir könnten hier hin. Das ist anscheinend auch schon die obere Haupthalle oder so. Okay. Öffnen. Irgendwas kannst du öffnen, Sebastian. Ha. Oh ja, nimm mit. Gut, wir brauchen noch jede Menge Waffenteile. Ich wünschte, die gäbe es so oft wie das Gel. Beim Gel habe ich mich schon fast überfüttert. Natürlich habe ich da auch noch viele Pläne und was ich skillen möchte, aber... Okay, es scheint jetzt eh nur noch einen Weg rauszugeben. Soll mir recht sein. War da noch was? Nee. Seltsames Geräusch hier. Wo kommt das eigentlich her? Von der Tasche... von der... Lampe hier? Ja, die flackert. Vielleicht deswegen. So. Okay, ich glaube, hier ist nicht mehr viel zu holen in dem Rathaus hier. Aber wenigstens sieht es nicht mehr aus wie so eine kranke Kunstausstellung. Schießpulver. Dankeschön. Und eine Sicherung. So, hier ein paar Schreibtische. Da unten ist unser Eingang. Glaube ich zumindest. Das könnte auch diese große Halle sein.
wo dieses abscheuliche Kunstwerk war. Sebastian schnauft schon wieder, als wäre er 60, mindestens. Dabei überfordere ich ihn doch gerade gar nicht. Bin doch voll lieb und so. Ach, übrigens, voll lieb. Genau, meine Spritzen sind leer. Ich will, dass die draußen sind aus dem... aus diesem Slot-Menü. Oh, lad mal nach. Ach, kannst du ja gar nicht. So, jetzt, Spritzen raus. Was will ich da oben haben? Mir eigentlich gerade Wumpe, Hauptsache... Ach, die Flaschen nehmen wir wieder. Ich habe doch nach oben gedrückt. Sag mal, und die Waffe... Das, ich will das nicht immer gewechselt haben, sonst werde ich mich nie dran gewöhnt. So. Okay. Wenigstens hier habe ich noch genug Muni. Es ist wieder die falsche. Habe ich es wieder geschafft, ja, dass ich die falsche da reinmache. Moment. Die mit Laseroptik. So, okay, gut. Hat das jetzt auch gemerkt oder nimmt er jetzt wieder immer die... Irgendwie ist das kacke gemacht, weißt du das? Wenn ich jetzt... Jetzt ist es wieder die falsche, Moment. Die mit Laseroptik wählen. Jetzt gehe ich nochmal rein und sage, dass ich die da drin haben. Ich drück doch nach... Ah ja, okay, okay, okay. Mein Fehler, mein Fehler. Du kommst dahin. Nein, und die Flaschen kommen dahin. Ist es so schwierig? Ja, ist es so. Jetzt aber, ja? Okay, danke. Heieiei. So, okay. Ja, die Tür habe ich jetzt noch nicht probiert, ne? Nehme ich mal stark an. Gibt nur einen Weg hier raus. Und das war vorhin auch noch nicht da, oder? Bericht Nummer 00213, Unions Gesellschaft. Betreff Erhalt der gesellschaftlichen Fassade. Um eine zufriedene und fügsame Bevölkerung zu gewährleisten, müssen wir bürokratische Systeme einführen und die Illusion von Produktivität verstärken. Zu diesem Zweck werden folgende Maßnahmen ergriffen. Ein Rathaus wird eingefügt, um einen Regierungssitz darzustellen. Jeder Einwohner muss eine Reihe von Lizenzen beantragen, die mehrere Formulare und entsprechende Gebühren erfordern. Inhalt noch in Arbeit, Fabrikationsteam entwickelt. Es findet eine Bürgermeisterwahl statt, bei der die Einwohner zwischen zwei Operatives unserer Wahl entscheiden können, auf Grundlage bestehender standardisierter Wahlvorgänge aus der Realität. Neue Union-Erweiterung behält bei den Gebäuden den Americaner-Stil bei, jedoch um 30% retrokratiert, um die Einwohner ihr Zuhause optimieren und individuell gestalten zu können. Diese neue Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass die Bevölkerung ruhig und angepasst bleibt. Eine gefügige Bevölkerung wird bei der Erweiterung von Union helfen, die letztlich genug Einwohnergedächtniseinheiten erzeugen wird, um Phase 2 zu erreichen. Tja, hat ja toll geklappt hier, ich meine. Nanu? Ich glaube, nur die Tür ging zu. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung sich hier noch wohlfühlt. Rathaus hin oder her? Ein Bürgermeister scheint es auch nicht mehr zu geben. So, hier ist sonst nichts mehr, ja? Tür? Kein Bock? Okay. Ich wollte ja nur sicher gehen. Da ist auch nichts versteckelt. Okay, tschüss. Ganz schön leergeräumt hier, das Ganze. So, hier haben wir auch nichts. Also, da hat es mir vorhin besser gefallen, muss ich sagen. Da war es auf jeden Fall creepiger. So, jetzt kommen wir runter. Naja, das sind ja noch halbwegs normale Fotografien. Muss auch mal sein für zwischendurch. Okay, runter. Unglaublich, dass diese Mistkerle Lilly als eine Art Versuchskaninchen benutzt haben. Und dann so dreist sein, mich zu schicken, um ihr Chaos zu beseitigen. Wie ein richtig kranker Scherz. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass die so ein bisschen das Ganze mit Ironie angehen. Dass ausgerechnet er dann da reingeschickt wird. Mal wieder.
Aber gut. Für Lilly. Er hätte es so oder so getan. Schon allein, um sie zu retten. Ich habe nur irgendwie ein ungutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Wurden auch schon so ein paar Andeutungen gemacht. Ob Lilly überhaupt zu retten ist, ich weiß nicht. So. Hier noch schauen. Auch nichts. Okay, die Tür. Die geht anscheinend auf, weil der Kreis, der verrät es einem fast immer. Das führte zur... Nee, das führte nicht zur Haupthalle. Ich bin mir nicht sicher. Kommt da jetzt nicht gleich zu dieser kleine Seitenweg mit der Speichermöglichkeit? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Vielleicht war ich hier auch schon. Exit. Okay. Aber wenn hier das Exit ist, dann will ich doch erst durch die andere Tür. Aber der Bosskampf war echt geil, oder? Also, auch wenn ich ein bisschen Probleme hatte, ihn zielgenau zu treffen. Das war richtig gut inszeniert. Das haben die ganz, ganz stark gemacht. Das kann ja noch was werden. Das waren erst unsere ersten zwei Bosse, die jetzt auch ziemlich schnell hintereinander kamen. Die Kapitel an sich sind ja gar nicht so groß. Das war halt jetzt nur das gigantische dritte Kapitel, das uns so ewig aufgehalten hatte. Warte mal, das ist die Haupthalle, wo es rausgeht. Und das ist die Tür, wo Exit stand. Oh Gott, Mann! Wo Exit stand, ne? Nur damit ich wieder im Plan bin. Orientieren, orientieren. War ich hier schon? Ich denke schon. Obwohl, das Lämpchen, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich guck mal, ob da noch was liegt. Nö. Hab alles leer gefegt. Wenigstens sind hier noch ein paar Bücher drin. Nicht alles ist leer geräumt. Aber ich kann ja eh nicht lesen anscheinend. Na gut, das ist ja auch alles nur so eine Phrase, ne? Also das, wie sie ja in dem Dokument geschrieben haben, einfach um die Bürger zu beruhigen, haben sie halt das Rathaus dahin geklatscht. Und ob jetzt der ein oder andere Bürgermeister gewinnt, ist ja eh egal. Das ist einer von den Operatives. Einfach nur, damit es realistischer wirkt. Das ist jetzt das Exit. Gut. Okay, überall das gleiche Bild. Naja, fast. Okay. Ich schätze, das war's dann hier. Oh! Hallo, Lady. Hat meine lange Suche doch noch was gebracht. Sehr schön. Nee, warte, wie war das? Einfach so, genau. Sehr gut, ich glaube, dann habe ich schon zwei, ne? Mhm, gut. Und hier ist auch noch was. Eine Sicherung, oder was ist das? Ja, auch schon 15 Stück. Meine Güte, der Kerl braucht doch einen Rucksack für den ganzen Kram. Wie macht der das bloß? Gut, dann... hier hin. Da war ich nämlich jetzt auch noch nicht. Ah, jetzt, ja, jetzt erinnere ich mich auch. Jetzt kam ich von links. Und jetzt kann ich rechts zu meinem Speicherpunkt, bevor ich durch die Mitte rausgehe. Glaube ich zumindest. Mailroom. Vielleicht komme ich ja jetzt da unten durch. Da war doch was blockiert. Müssen wir mal schauen. Vielleicht ist es jetzt weg. Wobei, ich weiß nicht. Hier sieht es nämlich genauso aus wie früher auch. Die kranke Show hat erst später angefangen. Da wäre die Stelle. Da könnte ich speichern. Will ich aber noch nicht. Meine Werkbank. Wir können mal gucken, wie viel das mit den Bolzen kostet. Beziehungsweise wie generell da die Definition ist. Waffenverbesserung. Gucken wir mal. Wir haben halt, wie gesagt, die ganze Zeit auf Feuerkraft getrimmt. Ist ja auch sinnvoll, keine Frage. Jetzt gucken wir aber mal bei den
Bolzen. So, da haben wir auch schon die Reichweite gemacht, was natürlich sehr sinnvoll ist. Aber die Bolzen selbst haben wir bis jetzt ignoriert. Jetzt möchte ich mal die Beschreibung mir durchgucken. Jetzt gehen wir zum Beispiel mal zum Harpunebolzen. Ich glaube, das haben wir bis dato jetzt noch nicht so gemacht, ne? Also wir können hier auf jeden Fall immens den Schaden steigern. Allein 50% ist ja schon eine Menge. Dann kommt hier weiter noch mehr, 50%. Und dann, das ist das, was ich nicht gelesen habe. Also danke nochmal für den Hinweis. Da gibt es dann Extras. So sollten wir uns überlegen, welche Bolzen wir zuerst leveln. Auch wenn sie dann auch immer hochwertige Waffenteile erfordern. Auf jeden Fall, Harpunen sind in Flammen gehüllt, wodurch getroffene Gegner anfangen zu brennen. Das ist ziemlich geil. Aber schaut mal, was das kostet, ey. Richtig krass. 700... Das, allein das hier kostet 240, jeder Anfang. Schweineteuer, finde ich das. Ich habe halt keine Möglichkeit, an die Waffenteile anders noch dran zu kommen, ne? Ich kann die nicht wirklich farmen. Naja, auf jeden Fall bei den Explosivbolzen, also das, es scheint immer zuerst mal der Schaden zu sein auf 200% und dann... Die Schrapnelle explodieren nach kurzer Zeit und fügen Gegnern weiteren Schaden zu. Cool. Das ist auch nicht schlecht, kostet aber 1000. Okay, dann schauen wir mal hier. Hier ist es ein bisschen anders beim Schockbolzen. Der Effekt greift auf mehr Gegner und größere Entfernung über. Mhm. Und hier Stromschläge verursachen generell mehr Schaden. Ah ja, okay, hier ist es mal gedreht, klingt jetzt nicht so geil. So, was haben wir hier? Hier geht es um die Sekundenanzahl des Rauches, der erzeugt wird. 7 können wir auf maximal 12 Sekunden machen. Und dann haben wir das. Der Rauch wird giftig und fügt Gegnern mittleren Schaden zu. Sebastian kann das Gift nichts anhaben. Und das, werte Freunde, klingt geil. Das, stellt euch mal vor, so eine Gruppe von Gegnern und wir aus sicherer Entfernung, wenn möglich, schießen so einen Rauchbolzen drauf. Das klingt ziemlich geil, aber um das mal zu eben zu skillen, brauchen wir... 1650 Waffenteile. Wir haben 250. Ja, okay, ist vielleicht noch ein bisschen kostspielig, aber wir können ja, jetzt wissen wir wenigstens, auf was wir sparen. Ja, hier geht's nicht weiter, da fehlt uns immer noch die hochwertigen Waffenteile. Ich hoffe, da finde ich auch noch ein paar. Auf jeden Fall, ich denke wirklich, dass ich die Rauchbolzen zuerst machen werde. Das passt zu meinem Kampfziel, dass ich eher sneaky sein will und dann eher so eine Gegnermasse, eine Rauchbolzen wohin schleudern. Das ist genau mein Geschmack, muss ich sagen. Aber der Rest klingt natürlich auch verlockend. Okay, so viel dazu. Wie gesagt, ich spare jetzt erstmal. Das hat ja jetzt noch gar keinen Sinn, ehrlich gesagt. Und herstellungstechnisch, ich warte jetzt erstmal, was auf uns zukommt. Wir hatten jetzt zwei fette Bosse. Vielleicht kriegen wir bald wieder Schrotmunition und Heilung und so weiter. Warten wir mal ab. Und wie immer bin ich geizig, obwohl ich es mir dicke leisten könnte. Ihr kennt das ja. Gut, jetzt gucken wir mal da nach unten. Ob da immer noch dicht ist. Kann natürlich auch sein, dass es hier weitergeht, wenn wir erstmal mit Kidman gesprochen haben. Dass dann auf wundersame Weise das Teil verschwunden ist. Warum sonst sollte es hier so einen Abgang geben und einen Speicherpunkt davor? Ja, also bis jetzt geht hier noch nichts. Ja, das ist ja wohl eindeutig, dass es hier noch weitergehen muss. Wahrscheinlich ein Untergrund, der sonst wohin führt. Weil, wenn es hier nicht weitergeht, dann muss ich zurück nach den Union-Stadtteil, den wir nur zu Genüge kennen. Ach stimmt, wäre jetzt nicht Zeit für das Easter Egg, das ihr mal gemeint habt? Hm. Naja, ich werde erstmal mit Kidman reden. Raus muss ich so oder so dafür. Jo, hau sie doch gleich kaputt. So, und jetzt da lang, genau. Und dann haben wir hier unsere Haupthalle, genau. Und von da sind wir ja gekommen. Und von da auch. Ne? Da war ja, genau, da war ja die Sache. Okay, alles klar, dann dürften wir es jetzt haben. Okay, Leute. Die Spritze haben wir an uns genommen. Genau, hier ist noch alles wie zu Beginn. Nichts Neues. Der Typ, liegt der noch da? Der ist jetzt verschwunden. Ah, hier sehen wir auch nochmal die Map. Der hat es uns ja jetzt auch nicht so gebracht, ne?
Okay, dann raus mit uns. Verdammt. Der Mistkerl hat Lilly immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch. Sebastian? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lilly. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Wir wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian. Ja, natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen, nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lilly verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schau mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und Sebastian? Ja? Viel Glück. Danke. Wohin hat er sie gebracht? Ich habe es wohl gerade rausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Tja, wenn er einen Kampf will, dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg dorthin finden. Okay, wir müssen sowieso zu O'Neill. O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb? Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurückkommen. Nein, dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe. Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Und damit willkommen in Kapitel 6. Die Jagd ist eröffnet. Sehr cool. Unser nächstes Ziel, das Theater. Durchquere das Mark und suche nach Ausgang D5. Vielleicht doch der Moment, wo wir zu O'Neill zurückkehren können. Das werde ich aber offline testen. Nicht, dass ich es, wie das letzte Mal umsonst mache. Da habe ich es ja auch rausgecuttet. Also, falls es was gibt, werdet ihr es sehen. Falls nicht, werdet ihr nichts sehen. Aber auch nichts verpassen. So muss es sein. Gut, ihr habt schon... Okay. Ihr habt ja schon gehört, der Emitter hat nicht nur das Rathaus stabilisiert, sondern auch die nähere Umgebung und somit auch das Mark. Und somit können wir jetzt wohl Durchgänge erforschen, die man vorher nicht überqueren konnte. Das ist schön. Ich laufe hier gerade noch so ein bisschen eine Runde, ob da noch irgendwas anderes jetzt ist. Aber ich denke, hier hat sich jetzt nicht viel was verändert.
Und gesammelt haben wir ja schon alles nach dem spektakulären Bosskampf. Okay, dann mal weiter. Hab irgendwie das Gefühl, dass jetzt noch was passiert, bevor ich einfach abhauen kann, aber ich weiß ja nicht. Das kann ja wieder heiter werden, wenn wir da bei dem Theater sind. Ein richtiges Katzen-Maus-Spiel hier, was wir hier haben mit diesem Fotografen. Was für ein Typ, ey. Da oben müssen wir hin. Sieht jetzt schon interessant aus. Dieses Teil, das er auch anscheinend immer bei ihm ist. Dieses gigantische Auge oder was das sein soll. Schade, dass es sich jetzt nicht aus der Ferne so ein bisschen bewegt. Das fände ich noch cooler. Aber naja, ich bin auch froh, dass es hier erstmal nicht mehr ist. War doch schon ein bisschen besorgniserregend. Nun gut, ich glaube, hier draußen ist echt gar nichts mehr. Da wollen wir mal. Ich schaue mir da hinten das Ding nochmal an. Nur um sicher zu gehen. Wenn ich schon mal dort bin. Ah, wo hängt's? Hier ist gar nichts. Die Autos und so, die checke ich jetzt auch nicht. Ich denke, hier ist echt nichts. Alles ruhig. Rathaus gerettet. Juhei. Okay. Hätte jetzt eigentlich erwartet, dass sie da jetzt wieder ein paar Gegner bringen. Auf den Weg dorthin. Aber wir haben ja schon genug gemacht hier. Ein bisschen Auszeit haben wir uns auch verdient. Da ist unser Gebäude. Ich weiß gar nicht mehr. Da war ja auch... Ach ja. Ein Spiegel, ne? Ja, wunderbarer Moment, um das Ganze dann auch zu beenden. Und das nächste Mal... Wie gesagt, ich werde zu O'Neill gehen, gucken, ob da was ist. Falls ja, nehme ich es auf. Ansonsten sehen wir uns an genau dieser Stelle weiter und erforschen die neuen Untergründe des Marks, die uns hoffentlich dann weiterbringen. So, da hören wir es schon. Hier ist unser... Aber ich werde jetzt erstmal nur speichern. Wie geht's uns eigentlich? Ist es okay für einen Kaffee? Ich weiß gar nicht, sind wir angeschlagen? Ich glaube nicht, ne? Egal, ich werde jetzt nur speichern. Den Rest können wir dann immer machen. Ah ja, wir sind eigentlich fast voll. Okay, wunderbar. Kapitel 6, Freunde. Das nächste Mal dann. Seid gespannt, wenn es hier weitergeht mit Let's Play The Evil Within 2. Bis denne.